Etwa 200 Werftmitarbeiter nehmen an der Protestaktion vor dem Werkstor teil. Motto der Veranstaltung: Gehalt ist nicht alles. Die gute Nachricht: Gestern sind die längst überfälligen Septemberlöhne angekommen. 80 Mitarbeiter hatten 29 Tage darauf warten müssen. Es ging ja um das Septemberentgelt. Und heute ist Zahltag für Oktober. Und hier ist nichts. Die Kollegen und Kolleginnen, die hier stehen, haben kein Geld bekommen. Das ist fatal. Und vor allen Dingen sehe ich überhaupt keine Entwicklung hier auf der Werft. Und das macht mich richtig sauer und wütend. 530 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FSG Noviskrug warten nun erneut auf ihr Geld. Einer von ihnen, Daniel Kolz. Er ist seit 14 Jahren bei der Flensburger Schiffbaugesellschaft beschäftigt, hat vor 5 Wochen geheiratet. Noch hat er Rücklagen, doch langsam wird es eng. Ich habe hier gelernt, ich würde auch gerne weiterhin hier arbeiten. Ich habe mir das erhofft, bis zur Rente hier arbeiten zu können. Ist noch weit weg, aber aktuell sieht es halt nicht danach aus, ne? Dass man hier weiter beschäftigt werden kann. Auch weil die Arbeit ja schon lange nicht mehr gegeben ist. Und viele meiner Kollegen und Freunde sind leider auch schon abgewandert. Nicht alle, aber ein großer Teil. Eigentümer Lars Windhorst äußert sich nicht öffentlich, teilte aber mit, man arbeite mit Hochdruck an dem schwierigen Sanierungsprozess. Seine Wahrnehmung eines Sanierungsfalls ist anders wie meine, weil wir uns 2020 übernommen hat. Da waren wir finanziell am Ende, da gab es die Insolvenz, aber wir waren kein Sanierungsfall. Sanierungsverfall sind wir erst geworden, seitdem Herr Winter uns übernommen hat, weil er uns mit finanziellen Mitteln nicht ausstattet. Veraltete Maschinen, keine Schutzausrüstungen, schlechte hygienische Bedingungen. Der Protest soll auf die Probleme hinweisen, mit denen die Mitarbeiter an den beiden Standorten in Rendsburg und Flensburg zu kämpfen haben, neben den verzögerten Lohnzahlungen. Ich glaube nicht daran, dass Winter den Laden hier gewinnbringend weiterführen kann. Also, wie gesagt, es bleibt die Hoffnung, dass er den Weg frei macht für neue Leute, ob mit oder mit ohne mich, weiß ich nicht. Also kann es schlecht sagen. Ich bin noch immer hin und her gerissen, ob ich jetzt hier bleiben soll oder nicht. Die Mitarbeiter hoffen darauf, dass sich Lars Windhorst zurückzieht, den Weg frei macht, denn mit ihm sehen sie keine Zukunft für die Werften.